Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, kommentiert von Rams Girata. So, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben, nachdem wir rausgefunden hatten, dass ein Droide am Tatort war, einer von Bahimas Kellner-Droiden, mit der kleinen problematischen Einschränkung, dass er ziemlich kopflos da lag. Im Kopf von diesem Modell sitzt allerdings die Speichereinheit, das heißt, er könnte zwar was gesehen haben, allerdings müssen wir dazu erstmal den Kopf finden, um das rauszukriegen. So, um das jetzt zu tun, das war eine doofe Überleitung, ja, das ist jetzt die Aufgabe für heute. Wir müssen den Kopf suchen. Erschwert wird das Ganze dadurch, dass ich nicht mehr weiß, wem wir alles schon nach dem Kopf gefragt hatten, außer Nico und Kip. Von daher wollen wir erstmal logisch überlegen und ja, vielleicht so rauskriegen, zu wem wir als erstes rennen, nicht, dass ich jetzt hier die ganze Zeit sinnlos durch die Gegend dackel und am Ende doch nichts rausfinde. So, und ich stelle mich jetzt auch einfach mal ruhig hier in der Ecke. Ansonsten ist es ja so ein Wirr-Zeugs. Naja, okay. Mal überlegen. Also Schrottsammler haben den Druidenkopf wahrscheinlich vom Druiden abmontiert und ihn an sich genommen. Schrottsammler können allerdings nicht von Köppen leben. Die müssen sie verkaufen, damit sie Credits kriegen, damit sie was zu beißen kaufen können. Das heißt, dass der Schrottsammler, der den Druidenkopf wahrscheinlich an sich genommen hat, den Druidenkopf früher oder später verkauft hat, an wen auch immer, damit er Credits kriegt, damit er, ja, seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Jetzt ist die Frage, wer so einen Druidenkopf kaufen würde. Eine Privatperson glaube ich nicht. Denn, naja, was soll eine einzelne Privatperson, außer jetzt mal uns abgesehen, mit einem Druidenkopf? Da kann man doch nicht wirklich, ja, was mit anfangen. Von daher ist, ich habe seinen Namen vergessen, auf jeden Fall der Druidenhändler, der da draußen bei dem Gleiter, glaube ich, Gleiter, ist ja auch egal, auf jeden Fall der da draußen rumsteht. Das wäre eine Anlaufstelle, wo der Schrottsammler diesen Druidenkopf hätte verschabeln können. Ich fange schon wieder an, mich zu verbrabbeln, weil das alles so verwirrend ist. Ist es nicht, aber naja. Nun ist ja das Ganze nicht ganz legal, einfach mal so einen Druiden über den Haufen zu ballern, auch wenn man es nicht selbst war, und dann den Kopf da abzumontieren. Vor allen Dingen nicht, wenn es ein Beweis in einem Mordfall ist. Also würde ich mich erstmal bei der nicht ganz so blütenweißen Weste-Fraktion dieser Kantina umhören. Zum Beispiel Sakari hier. Habt ihr schon ein Visum? Ich zahle gut. Einzigartige Waren, die ihr sonst nirgends findet. Unter anderem ein Lichtschwertkristall. Na, darüber möchte ich jetzt nicht mit dir reden. Apropos, wo sie gerade von Visum erzählt. Ich glaube, ich bin mittlerweile mit meinen Überlegungen, wem ich mein Visum abtreten werde, weiter. Und zwar erstmal dem, naja, das erzählen wir später, ich will jetzt nicht ablenken. Ja, im Mord an Captain Sulio reden. Damit kann ich euch nicht helfen. Ich war an dem Abend vielleicht in derselben Zelle, in der Dagon jetzt sitzt. Mhm, aber ich möchte jetzt gehen, weil sie nichts zu sagen hat, okay. Wer gehört noch nicht zur ganz legalen Fraktion? Kip hatten wir schon. Ja, die Verbrecher hier. Wie kommt man bei diesem Namen bloß darauf, dass sie nicht ganz legale Dinge tun? So, Panna. Dieses Zimmer ist reserviert, Außenweltler. Ja, das hatten wir schon. Darüber waren wir doch schon weg. Ja, ich würde gerne mit euch über den Mord an Captain Sulio reden. Hey, wenn ihr mich fragt... Hatten wir schon... Ja, ich fand am Tatort einen defekten Kellner-Droiden. Dieser Biff kauft ständig neue Droiden. Und die Schrottsammler stehlen sie oder jagen sie in die Luft. Aber offenbar hat er jetzt endlich aufgegeben. Die Kellnerin ist schrecklich, aber immer noch besser als seine dämlichen Droiden. Ja, ich erinnere mich da mal an ein Zitat der Kellnerin. Was hat er doch gleich bestellt? Ist ja egal oder sowas in die Richtung. Die Kellnerin ist schrecklich. Ja, wisst ihr, welche Schrottsammler der Druide mitgenommen... Den Druiden... Welcher Schrottsammler den Druiden mitgenommen hat? So rum macht's auch Sinn. Euch würde ich das sicher nicht sagen, selbst wenn ich es wüsste. Aber ich kann euch sagen, wo ihr die Teile findet. Oh, das ist schon alles, was ich wissen will. Ja, wo denn? Am westlichen Marktplatz gibt es den perfekten Hehler für Druidenteile. Einen Druidenverkäufer namens 1B8D. Der Typ ist dümmer als ein Gamorreaner. Der kauft wirklich jeden Schrott. 1B8D ist ziemlich praktisch. Einige der Slum-Bewohner versorgen ihn mit Druidenteilen. Gegen Bares, versteht sich. Vielleicht habt ihr ihm ja schon was abgekauft. Kann sein, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls wissen wir jetzt, wo wir das ganze Zeug finden und ich gehe dann jetzt. Haha, genial. Also das ist gerade toll, dass ich mit, dass ich nicht einfach sinnlos durch die Gegend gedapst bin und sinnlos Leute angequatscht habe, sondern, ja, dass wir gleich zum Richtigen mehr da, naja, nicht gleich, aber so früher oder später zum Richtigen gekommen sind. So, ab hier raus zum Westplatz.
Und ja, wollen wir mal 1B8D hieß er? Ich hab's nicht so mit Druidennamen. T3 und 4 kann ich mir gerade noch merken. Na, los. Zeig deinen Namen. Ja, 1B8D. Hallo. Und doch kein Gleiter in der Nähe. Naja. Ich bin 1B8D, ein automatischer Druidenverkäufer. Ich führe hochwertige Druidenkomponenten. Keine Rabatte, kein Falschen. Sind Sie an meinen Waren interessiert? Ja, hochwertige Druidenkomponenten, wie ein Kopf, der deinem gleicht, der schon mal auf einem deiner Kollegen gesessen hat. Zumindest baugleichen Druiden. Kollegen, weiß ich nicht. Naja, okay, 1B8D, ich muss wissen, ob du die Teile von Bahimas Kellner-Druiden hast. Bahima? Unbekannt. Ich habe viele Ersatzteile für Kellner-Druiden im Angebot. Na, wo die woher kommen? Ich möchte diese Teile kaufen. Der Marktpreis für diese Teile beträgt 25 Credits. Na gut, das können wir mal eben abdrücken. Hier sind 25 Credits. Danke für die Transaktion. Cap in der Cantina kann damit vermutlich etwas anfangen. Wir sollten umkehren. Mandalore, wie immer, zielgerichtet. So, wir haben aber erstmal ziemlich viel Zeug erhalten. Neuen Tagebucheintrag. 25 Credits verloren, das war's definitiv wert. Ja, Erfahrungspunkte auch schön und die Überreste von dem Druidenkerl. Keine Ahnung, wie der genau heißt. Wir können es uns eben nochmal angucken. Da. Überreste von S0 oder O? D3. Du hast einige Teile von Bahimas Kellner-Druiden gefunden. Das steht da zwar nicht, aber egal. Der Kopf ist in einem recht guten Zustand. Das ist sehr, sehr, sehr beruhigend. So, schließen wir erstmal. Ich weiß, es wird wahrscheinlich nichts bringen, wir sollen zu Kipp gehen, aber ich gucke mir trotzdem nochmal den Druiden hier an. Vielleicht können wir jetzt nochmal Rückschlüsse ziehen. Nee, okay. So. Dann mal eben durch hier und ich bin am Überlegen, was wir jetzt machen. Rennen wir damit direkt zu Kipp? Ich weiß es nicht. Erstmal hier rein. So. Ab in die Kantina. Denn irgendwann wollte ich ja auch noch Swoop fahren und das müssen wir natürlich früher oder später auch mal in Angriff nehmen. So, Kipp steht da. Jetzt ist die Frage, Swoop fahren war hier. Ob wir zuerst zu Kipp gehen und dann Swoop fahren. Oder andersrum. Wenn wir zuerst zu Kipp gehen, dann wird er sich darum kümmern und möglicherweise sind wir dann in Zugzwang, mit den Informationen was anzustellen. Von daher mache ich jetzt erstmal Swoop fahren, weil, ja, wir haben einen sehr, sehr guten Beweis gesichtet. Der Druide hat gesehen, was passiert ist. Wir müssen ihn nur noch auswerten. Und den Kopf kann es niemand mehr wegnehmen. Von daher ist das schon super. Danke, Pana. Auch wenn deine Ausdrucksweise nicht ganz der meinen entspricht, hast du doch mir sehr geholfen. So, nach einem kleinen unplanmäßigen Schnitt geht's weiter. Durch hier. Und ja, ab zu dem Quarren, keine Ahnung wie. Ah, Quimtic. Ab zu Quim, wie auch immer. So, bevor ich aber Rennen fahre, erzähl mir mal was. Okay, mehr zum Rennen erzählt er uns nicht. Ja, klappt's mit der Zeit noch jetzt Rennen zu fahren? Ich werde mal sehen. Okay, was bekomme ich denn, wenn ich gewinne? Schick. Und was sind das für Runden? Moment, Jona Fa. Jonra, okay. Erstmal muss ich sagen, ich habe aus Versehen zu schnell auf die Antwort geklickt, aber sie war, das habe ich schon vorher gesehen, irgendwas von wegen Konkurrenz, wie ist denn die so? Aber Jonra Fa, das war die totale Waklo-Anhängerin, die da hinten schon rumgestanden hat und mit uns geredet hat. Aber warum ist sie denn umstritten? Was sind das für Runden? Hatten wir schon? Nochmal auf meine andere Frage zurückzukommen.
Interpretiert. Ich bin bereit. Nochmal erklären, ich gehe dann jetzt. Denn ich bin stark beunruhigt, denn es gibt drei verschiedene Runden und alle drei Runden, die werden immer schwerer. Das heißt im Klartext, dass ich sie nicht auf Anhieb schaffen werde. Dafür bin ich einfach zu grottenschlecht. Heißt, ich brauche ein bisschen Übung und die braucht ihre Zeit, von daher machen wir das heute nicht mehr. Wir reden nochmal mit Yonra, denn jetzt Oder erstmal mit Bahima, genau, wir haben ja schließlich seinen Ruin gefunden und dann nächstes Mal fahren wir Swoop. Bahima, nee, wir können ihm nichts über seinen Ruin erzählen. Aber der Yonra vielleicht Fragen zum Rennen stellen. Ja, das geht mich alles nichts an. Erzähl mir was von der Swoop-Strecke. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, aber jetzt brauche ich die Infos. Ach so, ja, das war das mit der Dunkelheit. Okay. Die Frage zu den anderen Rennfahrern hatte sie uns ja schon beantwortet. Unfreundlicher Kerl, Pana noch unfreundlicher, aber sie gewinnen halt nicht. Okay, heißt, dass ich mich jetzt hier mal zu Nico geselle, auch wenn er auch ein bisschen zwielichtig ist. Er ist immer noch heller als Kip. Das war doof formuliert. Naja, jedenfalls werden wir uns dann das nächste Mal ins Rennen machen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic bzw. Sith Lords, kommentiert von Rams Girata für heute. Ja, mir hat es wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Das nächste Mal wird es dann an der Stelle weitergehen. Wir werden Swoop fahren. Und ja, bis dann.